Ahoi, ihr Landratten! Ich bin hier und der Captain ist auch da! Jawohl! Und willkommen zurück bei Octodad! Octodad! Wir sind hier an Mast und Schotbruch! Ich hab keine Ahnung. Beim Klabautermann! Der labert einen Scheiße! Okay, Fuß hoch! Oh. Das ist einfach schnell! Unauffällig! Emergency! Unauffällig! Nimm dein Bein! Oh nein! Schmeiß es weg! Guck mal, ob ich es noch. Mein Bein ist weg. Ja, ich bin auf dem Weg. Aber. Weg damit! Wir müssen aber nicht hier rein, wir müssen oben rein. Ja, wir müssen oben dann hin. Dann müssen wir uns. Oh! Können wir uns nicht an der Treppe vorbeischieben? Nein. Du meinst quasi so nach oben durch das Fenster? Ja, das ich denke, wir müssen die Treppe. Oh, die haben uns schon gesehen. Good one! Okay, rote. Genau. Da ist eine Tür. Und die nehmen wir. Warum auch immer mein Bein plötzlich da gelandet ist. Okay, alles klar, hier rein. Finde eine passende Verkleidung. Okay. Oh no. Warum haben die so viele Bananen? Aha, schon? Da ist das. Achso, gegen Skorbut. Klar, verstehe. Deswegen so viele Bananen. Okay, Schlüssel haben wir. Vielleicht ist der Captain aber auch ein Affe. Captain Chimp. Oh, 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 oh. Da steht ein Typ draußen vor der Tür, also Vorsicht. Hier hin, rechts, rechts, genau. Und hier auch. Und da ist es. Und loslassen und Anziehsachen und. Loslassen. Danke. Wo bin ich denn jetzt hier? Anziehsachen? Nein. Oh, wir haben es. Oh, war das knapp. Watch out, slippery out here. Oh, ich hab's gemerkt. Alright, Sailor. Alright. Okay, geh auf die Brücke. Welche Brücke? Andere Seite lang. Also wo genau ist sie? Ist sie denn da? Ist die? Bob. Bob. Hier nicht darunter wahrscheinlich. We've come a long way from that. It's not stereotype ourselves. Yeah. Hello. Hey, new guy. You aren't going anywhere till the deck is swabbed and the anchor's hoisted. Okay, alles klar. Oi, oi! Schrubbe das Deck, alles klar. Schrubbe. Ich bin der beste Schrubbmeister, das haben wir ja schon ein bisschen geübt. Mann, ist das rutschig hier. Ui! Ich mag zwar ungelenk aussehen. Bin ich aber auch. Okay, ich hab auch kein Rückgrat. So much. Warum kannst du Oktopusse nicht ausstehen, hä? Die heißen übrigens Oktopi in Mehrzahl. Okay, alles klar. Und der noch. Der noch, komm. Jawohl, nee, okay. Da noch einer. Wir können ja, wenn wir hier sind. Okay, dann. Was denn? Den Anker lichten. Oder was auch immer der wollte. Ja, gleich. Okay. Ich meine, das ist also. Erstmal das eine machen, bevor wir das andere machen hier. Ich meine, wir mussten ja eh hier nochmal dran vorbei. Fuck this! Fuck everything! Wow! Das ging besser als gedacht. Ja. Und jetzt geh auf die Brücke. Wupp, wupp, wupp. Ja. Schnell hier rein. Oh, 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 oh. Ja, schneller rein, schneller rein, schneller rein. Komm, komm, komm. Ja, ey, diese Kamera, ne? Ja, die ist halt genau das Gegenteil, wenn man hier ist. So, und jetzt komm du rein, genau. Ah, und so war der Octodad, wie wir ihn kennen, geboren. Yes. Komm, aufsetzen. Ja, voll. Alles klar. I slap you silly, you pansy. Geh auf die Brücke, okay. Might. Hä? Okay. Lalalalala. Okay, da lang? Nee. Nee, ich glaube, da ist dicht. Aber da ist die Brücke. Also einmal rum und... Cool, jetzt muss man kommen laufen. Hier wird man einfach die ganze Zeit hin und her geschleudert und alles ist so slippery. Ey, ich bin dein Captain. Hier lang, hoch. Na gut, Treppe. Die gefährliche Treppe. Warum gefährlich? Weiß ich nicht. Wow. Oh, was machst du? Warum nein, gefährlich? Nein. Captain on deck. Was machst du? Oh Gott. Ich mach doch nichts. Du bist mit deinem... Mach dein Bein weg. Ja, das sagst du so einfach. Okay, Captain an Deck wurde gerade gesagt. Achso, ja, hallo. Ja, Captain an Deck.
Captain an Deck, Captain an Deck. Komm, jetzt nimm dein Bein da weg, bevor wir verrecken. Woo! Na, 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 ich bin der Captain und an Deck. Und wir sliden einfach hin und her. Da müssen wir gar nicht mehr rein. Unter dem Meer. Ich weiß, dass wir da nicht rein müssen. Ich will aber auch nicht da rein. Gut. Nee, die andere Tür. Da ist noch eine andere Tür gewesen. Da, nämlich. Die Toilette. Da müsste theoretisch... Okay, ja. Nee, da geht's nicht. Stimmt. Egal. Hallo. Ich weiß aber auch nicht, wo wir sonst sind, wie wir sonst... Na, hier jetzt rum. Okay, bestimmt. Gut, dann gehen wir da rein. Wenn nicht das möglich ist, dann... Weiß ich raus, meine ich. Ist schon eine Krawatte drin? Fuck. Nee. Wir müssen über die Kiste hier, quasi. Wir müssen einfach nur über eine Kiste, über so eine Kiste rüber. La 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 la. Miracoli ist fertig. Okay, wir brauchen die Palette. Oh, wir können einfach rumglitschen. Geht auch. Ist hier, dass man hier... Okay, oh, unsichtbare Wand, oder? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Komm. Und jetzt rotes Bein. Ja, rotes Bein wollte nicht. Okay, ja, das ist dann glitscht. Das glitscht halt höchstens. Wir kommen da nicht. Nee, wir müssen da hin. Das war auf der anderen Seite. Ja, ich denke, schätze mal, wir müssen lang? Unten lang. Oh. Ja, ich habe das Radio angelassen, klar. Aber, ach so, jetzt ist der Dings weg, deswegen können wir da langlaufen. Nee, aber da war doch zu. Da war doch alles dicht. Ja, eben. Ah, nee. Okay. Oder auch nicht. Nein, da kommen wir nicht lang. Wer sagte das? Der Captain sagte das. Du sagtest das. Du hast gesagt, wir kommen da nicht lang. Keiner sagte, wir kommen da. Du warst der Erste, wir kommen da nicht lang. Okay, dann warst du noch gemacht. Nein, okay, ich wollte gerade sagen. Ich hänge aber fest, ich komme da nicht weg. Okay, warte, doch, gleich. Warte, ja. Ein Hoch auf glitschige Spiele. Glitschig? Das sage ich nicht, weil wir ein Oktopus sind. Start the boat, Captain, hurry. Wow. Fuck this. That new cook on board? I heard he's a real piece of work. Der Smooth hier? Ja, totaler Sonderling. Nee, wir müssen erstmal die Karte freiräumen. Lass los! Ich weiß, du willst steuern, wir können es aber gleich machen. Also ist alles in Ordnung. I always loved this ship. That's my second wife. Mein erste Wife? Die See. Ich kann meinen Arm schon wieder nicht bewegen. Ah, jetzt. Boy, I slap you silly. Nein. Nein! Mann! Immer wenn das grün wird, mache ich das. So, geht doch. Full speed! Jawoll! Da war unsere Frau. Möglich. Wer ist diese Frau? Da hingehen. Warum da lang? Ich glaube, wir müssen da lang. Ist doch egal. Okay. So, Snip. Hier durch, genau. I'm getting jiggy with it, deswegen. Wir hätten auf der anderen Seite, glaube ich, lang gemusst. Oder kommen wir her? Ja, aber da geht alles da. Was ich muss man. Naja, da müssen wir zurück. Na eben, sag ich doch. Aber da waren auch Kisten im Weg. Ja, aber wie sollen wir denn da. Warte, dann müssen wir hier hoch. Nochmal. Um irgendwie an den Kisten hochzukommen, weil ich weiß nicht, wie wir hier hochgehen sollen. Geht nicht. Ich mach mal einen großen Schritt. Ja, dann geh doch jetzt. Geht nicht. Ja, hoch da. Na. So, komm. Ja, voll. Ach so, man muss anscheinend zertrümmere irgendwie die Kisten. Ah ja, und das Ding da leuchtet. Also müssen wir jetzt hier... Leuchten ständig irgendwelche Dinge. Ja, aber das pulsiert auch dazu. Was genau? Das Steuerrad. Whoa, watch out! Nee, andersrum. Dass die Kisten runterfallen. Kram. Und jetzt sind wir zurück. Genau. Passt. Nein! Oh, diese Kamera! Man macht halt, wenn die Kamera wechselt, genau das Gegenteil von dem, was man gerade gemacht hat. Lass die Tür los. So. Roter Fuß. Blauer Fuß. Roter Fuß. Wow. Ist das mega gut? Wow. Blauer Fuß. Roter Fuß. Blauer Fuß. Blauer Roter Fuß. Fuß. Roter Fuß. I'm sorry for stowing away. Please don't throw me overboard.
Würde ich doch niemals machen. Really? Well, now we're both in trouble. Who are you then? Ein Oktopus. Schmerzhaftes Ausweichen, Globan. Aren't we a pair? Say. Hier ist die Oktopus. Hier? That's Chef. He's been watching for stowaways the whole voyage. Sprich mit dem Koch. Okay. Alles klar. Something is different about you, Captain. I will tie you up. If you really are the captain, then dance. Ich liebe dich. Captain's jig. Interesting. Wow. Passiert irgendwie nichts mehr. Ja eben, wir sind der Captain. Na klar. Oh shit. Ship I ship you not. Okay, einfach drumrum oder wie? Ja. Stimmt doch gar nicht. You are not even human. Hey, big guy. Yeah, you. What? Who are you? Stowaway? Wait, before you kick me off, can I ask you some questions about the war? Oh, den Kopf vom Boot. Was ist passiert? Wir sind wohl wieder. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Lass los, ich halte da nichts fest. Let me start. Okay, schnell. Hoch da. Hoch da, genau. Oh. Nein, so wollte ich nicht. Nein, was macht denn der? Oh, meine Fresse. So, dein Bein, genau. Hoch da, genau, und jetzt du. Jetzt ganz nach oben, danke. So, und... Hep. Sehr gut. Und Rainer, dein Bein, genau. So saßen und. Bam! Sehr schön! Verrückt! Och, meine Güte! Hä? Ich hab doch definitiv den Timer gestellt. Oh, ist das lieb! I will find you, I will always find you. Das ist das, was Prince Charming und Snow White in Once Upon a Time immer zu sagen. Okay. Who are you? Gibt's da auch wilde Theorien, dass sie eigentlich Octodad und Koch sind? Nein. Warum nicht? Ja, komm, lass uns, mach das. Seditiere einen neuen YouTube-Kanal. Ja. Oh nein. Du Captain Chick. Wo hat denn das jetzt? Wo hat der den Ring denn jetzt her? Hat sie runtergeschmissen. Oh, und in dem Moment verliebten sie sich. Eine Frau und ein Octodad. Der noch kein Octodad war. Ja, ein Octo-Junggeselle. Ein Octo-Cap. Sieht Fisch unter dem Rock. Wow! Das wäre ein tolles Folgenende. Barsch auch. Ah. Ohne Tür. Okay. Kann ich mich nur bewegen? Ja, das ist jetzt so ein. Aber ich kann nichts weitermachen, außer jetzt hier im Kreis schwimmen. Ich kann mich nicht andersweitig bewegen. Ja, das ist normal. Okay. Okay, da müssen wir jetzt also rein. Oh yeah! Durch das Quallengehege. Gehege sagt man nicht, aber egal. Sagt man das nicht allgemein oder nur nicht dazu? Na, zu der Aquarien? Nee. Okay. Ich dachte, das ist jetzt seit 2018 ein neues Nono-Wort, was man ja, genau. Benutzen darf. Gehege.
Gehegge. Haggis? Gehegges. So. Jetzt da lang. Ich kann ja nichts anderes tun, als immer wieder die eine Taste zu drücken und aufzuladen, quasi. Ich kann gar nichts tun. Ja. Also. Oh, ich darf hier nicht platt gemacht werden. Sonst war es das für uns. Game over, man. Game over. Ich hab's kaputt gemacht. Oh, aufladen und weiter geht's. Und ui. Und ui. Autsch. Wusch. Wer konnte auch an, dass du so blöd schwimmst? So. So, jetzt haben wir wieder was geschafft. Ist das schön. Oh nein. Er ist zurück. Aber anstatt, dass hier irgendwelche gefährliche Musik kommt oder so. Und die Delfine haben uns geholfen. Ne, das sind Wale, ne? Manatees. Ne, das sind keine Manatees, oder? Schmanatees, was ist das? Das sieht aus wie Delfine. Aber sind das nicht diese irgendwie... Ja, das sind nicht diese... Walfine. Delfine. Ja. Ne, das ist so eine Mischung quasi. Das sind so eine Weißdelfine. Ne, ich weiß nicht, wie die sind. Weißkopfadler. Das ist ein Weißkopfadler. So, okay, das haben wir jetzt. Was jetzt? Zwischensequenz. Okay. Kids, have you seen your father? It's almost closing time. Where could he be? Dunno. I saw him go in a weird door. Another mystery. Well, we'll wait as long as we can. Aww. Stacy! Excuse me, ma'am? It's that weirdo! I have bad news about your husband. Don't trust him! Have we met? Wait. Yeah, ihr kennt euch. Are you an old friend of my husband's? What can you tell me about him? Everything! You must come with me to cafeteria! Come on, Stacy. What? What? Jetzt mach ich ernst, Blubber. Blubber-Schrubber. So. Okay, gut, jetzt aber wieder. Jetzt geht's wieder ab. Okay, alles klar, wir ziehen uns da oben das T-Shirt an. Ich glaube, das geht nicht. Okay, wir ziehen uns nicht das T-Shirt an. Wir nehmen ihn aber trotzdem mit. Das ist mein Lieblingsotter-Aufstell-Buddy. Alles klar, da ist er. Wir nehmen ihn mit. Vielleicht in Employees-Only-Tür? Okay, nein, nicht in dieser. Vielleicht in dieser? Da rechts, links meine ich. Auch nicht? Okay, dann da hinten. Genau. Aha. Lass uns die Kasse klauen. Keiner wird was merken. Ah, wir haben das Passwort nicht. Scheiße. So. Genau. Okay. Na hier, es gibt doch immer einen Code, oder nicht? Das weiß ich nicht. Das war irgendwie eine sehr alte Kasse. Shirts ahoi. Können wir uns da nicht echt kein Shirt nehmen? Nee. Okay, wir bleiben. Wir können uns aber hier einen lustigen Hut holen. Jetzt muss ich diesmal diesen leckeren Hut holen. Jawohl. Dann gucken wir mal, ob das nicht doch Shirt, nicht irgendwas anziehen, damit wir halt nicht direkt auffallen. Okay, funktioniert nicht, alles klar. Weg damit. Lass los! So, genau. Wir müssen jetzt lockpicken. Aber ohne Schlüssel werden wir das wohl nicht machen müssen. Okay, alles klar, das funktioniert so nicht. Wo ist der Schlüssel? Tja, wenn ich ein Schlüssel wäre, wäre ich hinter der Fußmatte. Gibt es hier eine Fußmatte? Nein. Nein. Wahrscheinlich in irgendeinem... Oh, vielleicht hier drinnen. Warte mal. Lass uns den mal auskippen. Ja. Yep. No. Guter Instinkt. War der Barada? Nee, das war die Kasse, die geblinkt hat. Nein, ich meine hier hinter dem Tresen. Da liegt was. Lauf mal nach vorne. Genau. Da, genau. Okay, nee, das war wieder eine Schildkröte. Okay, alles klar. Wie sollen wir das jetzt machen? Wir müssen einfach den Schlüssel finden. Der kann ja nicht... Ja, der muss ja irgendwo in einem Employees Only theoretisch drin sein. Wahrscheinlich. Aber da kamen wir ja nirgendwo rein.
Vielleicht jetzt, wo wir geklärt haben, dass wir den Schlüssel brauchen. Vielleicht ist aber auch hier direkt im Eingang. Lass uns hier gucken, wenn hier schon mal offen ist. Hier sind nämlich so viele Kisten. Ich wollte gerade sagen, was anderes bleibt uns ja nicht übrig, als hier nachzugucken. Okay, da ist nichts. Loslassen bitte. Da! Wo? Was? Wenn die Kamera sich mal... Vielleicht war es aber auch bloß... Also hier in der Box oder was? Nee. Na, hier, du hältst sie halt immer noch fest, deswegen. Ja, ich versuche sie von mir weg zu... Dass die Kamera sich... Ich dachte, hier liegt was, aber hier lag nichts. Na gut. Na, dann komm noch mal mit deinem Bein noch mal näher, damit wir ganz in die Ecke kommen, damit die Kamera vielleicht... Ich glaube, die Ecke mag uns nicht. Okay, nee, dann war das was, glaub was. Bildfehler. Ja. Tierquäler. Erbsenzähler. Ach. Worterklärer. Boah, wenn ihr einen 3D-Fernseher habt. In 3D, genau. Dann wäre das jetzt richtig cool gekommen. Okay, hier ist wahrscheinlich wohl nicht. Nee. Vielleicht doch noch unter der Box da oben. Was macht mein Bein eigentlich da? Das freut sich. Okay, wir müssen wieder koordinieren. Alles klar, rotes Bein, blaues Bein. Rotes Bein, blaues Bein, blauer Arm. Hängt irgendwo fest. Okay, blaues Bein. Blaues Bein, danke. Rotes Bein, blaues Bein. Rotes Bein. Okay, da. Ne. Also hier ist offenbar wirklich nichts. Na gut. Okay, dann wieder blaues Bein, rotes Bein. Blaues Bein, rotes Bein, blau. Rot, blau, rot, blau, rot, blau. Okay, wir haben es, glaube ich, jetzt. So, jetzt. Da links ist nur eine Mütze. Komm, können wir uns da nicht einfach drunter durchquetschen? Nee, wir können nur das Händchen durchkriegen. Ja, ja. Halt mal mit fest. Und jetzt ziehen. Okay, das bringt nichts. Aber uns vielleicht nicht doch irgendwie da durchschlängeln quasi. Nee. Wir sollen ja den Schlüssel finden. Ja, aber wo ist er denn? Ja, hier irgendwo. Versteckt. Vielleicht hinter der Schlange. Wir haben ja noch nicht alles umgeschmissen. Vielleicht hinter dem. Was hab ich denn hier? Hab ich da was in der Hand? Nee, ich hatte gerade was. Wieso komme ich. Je länger, je länger wir spielen, desto weniger komme ich mit dem Spiel klar, habe ich das Gefühl. Okay. Das ist unfassbar. So, und jetzt. Ja, mach doch, so, komm. Ja, hier, genau. So, und jetzt Arme, genau. So. Es passiert halt manchmal einfach gar nichts, wenn man irgendwas macht und dann plötzlich passiert alles. Ja. Okay. Aber ich muss sagen, also, mit meiner Schwester hatte ich mehr Probleme mit dem Meeresbiologen. Das kann ich mir Moment, nicht wir müssen jetzt erstmal da hinten durch, wieder durch die Tür und alles. Und dann zur Cafeteria, hier lang müssen wir nicht. Ja, aber da leuchtet irgendwas. Wir wissen, was da leuchtet. Ja, das kriegen wir aber hier nicht auseinander. Doch, hier muss da irgendwo was. Also ich kann das hier nicht. Da oben ist eine Brechstange. Oh, we finally found the crowbar. Schön. Was denn? Und diesmal wirklich, auch zum Benutzen. Okay, wir müssen die Leiter rechts nehmen. Lass uns erstmal wieder rausgehen. Genau. Komm hier raus. Hoch? Komm hier raus. Ja, ist ja gut. Dann nach oben kommen, das schaffen wir nicht. Das habe ich ja gerade schon austariert und versucht und so. Ach, voll. Ja, ich erstmal. Okay. Lass da erstmal mein Bein darauf kommen. Warte, noch nicht. Mann. Ey, warum macht der das nicht so, wie ich ihm das sage? Nein, nicht so weit. So. Ja, nee, warum wird mein Bein immer wieder abge... So, jetzt du. Die Musik. Er ist wieder da, der Octodad. Okay. Er hat eine heiße Spur. Er ist wieder da, der Octodad. Ist in super Form. Na klar. Ja, ja, jetzt kommt's. Nimm auch den recht damit, sonst müssen wir nochmal hoch. Er hat den Oktoblick. Nimm den Schlüssel noch mit. Warum? Vielleicht brauchen wir den auch noch, dann müssen wir den macht, macht kaputt, genau. Was und nun hier? Öffnen Sie alles mit dem Schlüssel. So. Kelp. Das ist doch. Kelp. Okay. Gut. Lass, weiter, komm. Was machen wir jetzt? Rotes Bein.
Angestelltenuniform, okay. Na, meinst du, die ist da drin? Ja. Nee. Ach doch, da. Jawohl. Schleiche dich in die Damentoilette. One day we will teach people to respect the aquatic world. Oh. One day. Jawohl. Komm. While you're in there, do you mind unclogging the toilet? Sure. Alles klar. Welche Toilette? Die hier? Ich schätze mal die hinterste. So. Ich weiß nicht. Würdest du bitte laufen? Danke. Ne, die ist okay. Die sind aber alle. Vielleicht müssen wir erst gucken. Noch, komm mal mit. Komm mal mit. Genau. Rotes Bein. Doch, die hier. Die ist es. Na dann. Okay. Bei der Macht von Grayskull. Uah. Wir säubern das Klo. Ich bin She-Mail. Macht man das nicht so? Nein, geh andersrum. Ich weiß es nicht. Jawohl, und jetzt. Okay. Ruhe, Doki. Okay. Ruhe, Doki! Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Wie soll man? Weißt du was? Ich lass dich machen. Hast du gerade den Pöppel weggeworfen? Ich wollte ihn fangen. Du hattest ihn die ganze Zeit in der Hand? Ja, ich wollte ihn aber umgedreht fangen. Voll cool und so. Okay, alles klar. Die Toilette machen wir beim nächsten Mal frei, würde ich fast denken. Oder wollen wir das jetzt noch versuchen? Ist mir egal. Lass das Toilettenpapier in Ich löse das gerade. Okay, ich habe den Pöppel, aber ich kann meinen Arm nicht drehen. Ich weiß nicht, wie ich meinen Arm drehen kann. Na, der eine Stick macht horizontal, der andere macht... Ja, das bringt mir aber nichts. Warum nicht? Dann, weil ich das die ganze Zeit versuche und er macht das nicht. Beziehungsweise er dreht sich immer wieder in die andere Richtung automatisch. Dreht sich immer wieder so, dass ich das so in der Hand habe. Dann... Ja, er dreht sich immer ja, wieder. Ist es. Tja, da kann man nichts machen. Also ich verstehe es halt wirklich nicht, was ich da falsch mache. Also du kannst es ja alleine versuchen, aber... Ja, der wird sich auch bei mir hier drehen, wie du siehst. Ja. Dreht sich immer und geht irgendwie in die Lüfte. Also, ja. Wir müssen, glaube ich, nur einmal mit diesem Kack-Gummi-Ding... Ja. Sehr gut, du hast da was rausgefischt. Ja. Eine Krawatte. Ah! Wir haben die ganze Zeit keine einzige, also so sehr seltene Krawatte geholt. Ja. Pi! Witzig. Ha, Pi. Sehr lustig. Und damit würde ich sagen, das ist mit dieser Folge von Let's Play Octodad. Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Die Toilette ist immer noch verstopft. Tja.